Diese Erfahrung ist nicht für jeden geeignet. Wenn du an Depressionen oder Angstzuständen leidest, dann ernsthaft, spiel nicht dieses Spiel und geh jetzt. Diese Erfahrung wird einige örtliche Dateien von deinem Computer sammeln. Die Dateien werden niemals übermittelt werden. Diese Erfahrung wird Dateien kreieren, um seinen eigenen Fortschritt zu speichern und das Gameplay zu verstärken. Diese Dateien sind einfache Text- oder Bilddateien. Wenn du nichtsdestotrotz weiterhin spielen möchtest, dann klicke auf Continue. Ja, natürlich wollen wir spielen und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar When the Darkness Comes, eine Erfahrung von Sir Hayen. Ja, ich habe von diesem Spiel buchstäblich erst vor ein paar Tagen erfahren und hab ehrlich gesagt, es hat mich ehrlich gesagt sehr, sehr interessiert, denn es wird wohl so ein kleines bisschen werden wie The Stanley Parable, wozu es auch ein paar Videos hier auf meinem Kanal gibt, oder The Beginner's Guide, wer das kennt. Das heißt, es ist eher ein Walking Simulator, man läuft da halt durch so eine eher etwas bizarre Welt und es geht weniger darum, es gibt kein allzu komplexes Gameplay, man kann hier und da ein paar Knöpfe drücken. Ich habe schon mal ein kleines bisschen reingespielt, weil ich halt wissen wollte, ob das jetzt wirklich als Let's Play geeignet ist und ganz ehrlich, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Es wird wahrscheinlich nicht für jeden sein, aber vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. Wie gesagt, es wird um Themen wie Depressionen und Angstzustände gehen. Solltet ihr damit Probleme haben, dann überlegt euch, ob ihr das hier weiter angucken wollt. Ich werde auf jeden Fall, also auch wenn ich mit sowas auch ein bisschen Probleme habe, Spiele waren eigentlich noch nie wirklich dazu in der Lage, mich in so einer Weise super stark zu beeinflussen. Von daher schauen wir mal, wie gesagt, den Anfang kenne ich schon, aber ich werde um euretwillen so tun, als ob ich es noch nicht kenne. Von daher starten wir die Erfahrung und legen los in einem Raum mit einem Kamin. Das hier ist offensichtlich ein kleiner Raum. Da es so ein bisschen so sein soll wie The Stanley Parable, wird das Ganze natürlich mehr oder weniger auf alles reagieren, was ich tue. Oder was heißt auf alles, auf viele Dinge. Aber am Anfang ist es natürlich noch ein kleines bisschen linear. Oh, und ihr seht schon, es ist in Englisch. Ich quatsche jetzt einfach mal rein. Hello, new player. Welcome to this experience. And thank you very much for downloading it. Man hat jetzt den Microsoft-Sound gehört, oder? Ja. Hello. Thank you very much for downloading this. Es gibt kein Scheißproblem mit meinem Microsoft-Konto. Geh weg. Entschuldigung, and bitte. Finally, welcome. Hi. Willkommen. Ja, es ist auf jeden Fall in Englisch. Ich werde aber nicht hundertprozentig alles übersetzen dieses Mal, weil dazu ist es ein bisschen zu schnell. Yep. That's the game. Ich werde aber immer ein bisschen drauf auf das eingehen, was er sagt. Und indirekt werdet ihr dann schon mitbekommen, was er sagt. Also wenn ihr jetzt überhaupt kein Englisch könnt. Aber so kompliziert war es bisher eigentlich gar nicht. Und ja, offensichtlich ist das hier das Spiel. Aber wenn man Alt F4 drückt, das kann ich euch hier zeigen. Bye. No. Escape. Bye. Ja, das war When the Darkness Comes, einfach nur willkommen und damit haben wir auch das Spiel schon gewonnen. Also ich fand es ja wirklich sehr herausfordernd und hat mich ein bisschen an Dark Souls erinnert. Nein, which would be a good thing. Or very persistent, which I think would be a good thing too. Or very stupid. Which is less of a good thing. Ja, aber trifft alles dreis auf mich zu. You are just plain annoying. Trifft ebenfalls auf mich zu. Not hard to press Alt F4 and just ich bin geduldig. I'm just trying to think of hartnäckig, dumm und lästig. Oh, I know. Maybe I can just add a door there. Yeah, just right there. Ja, just ja, was? Take that door. Leave me alone, please. Lass mich alleine, bitte. Thank you very much. Und da oben sind Kameras. Wir werden also die ganze Zeit beobachtet. Wir befinden uns also offensichtlich in China. Okay, gehen wir mal durch die Tür. Da sollen wir jetzt raus. Yeah, yeah, komm, you, ja, that's, ja. That,
The door. Das ist so, Alter! Yeah, just open the door. Once it's opened, it will close again and you win. Ich kann es aber nicht öffnen. You win once you open. Ich habe keinen scheiß Knopf, Alter. Aber da hinten ist doch auch irgendwas. Was wäre denn, wenn wir da hintergehen, ne? It depends on the game. I don't remember what action key I said. Let's just click. Or maybe it's a trigger. Maybe you can just step out. Yeah, try stepping out again of the door. Kann ich hier durch das Lasernetz vielleicht? Hier, ihr Kameras da? Ihr seht mich doch, hallo, hier durch, vielleicht machst du hier auf, da, ja? Nein? Okay. Ich komme mir hier gerade so ein bisschen vor, als ob ich live sehen würde, wie BioWare Anthem programmiert. Hä, auf welchen Knopf war das nochmal? Wie macht man Türen auf? Keine Ahnung, F, klicken, klicken hat geholfen, alles klar, nice, Exit, okay, da sind wir doch schon durch. Welcome again. Jetzt ist Welcome durch Dreien ersetzt worden. Also die E's. Ah, yes, you did. Why are you still here then? Ja, keine Ahnung. Oh, warte. So weird. Ich stand doch gerade was. I'm gonna just make another door behind you. Just go through it and it should exit your game. Just believe me. Stand hier nicht gerade noch was? So dunkelgrau? Ach, egal. Ja, okay, ich gehe hinter dir. Okay, ja, das ist definitiv China. Ich glaube, so sieht gerade die Pekinger Innenstadt aus. Das, hier werden jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in China werden Punkte gesammelt. Da kriegt man Sozialpunkte. Oh, nicht schon wieder. sorry about that too. I just wanted to try that out. I'm sure you didn't fall for it, but sag mal, bist du zufällig der neue Freund von Monika? Die hat's auch echt drauf gehabt, Spiele zu zerstören. No. Actually, I'm a bit busy, so I will just ask you not to touch anything and just stay calm, stay here, and I'll be right back. Tja, wenn er sagt, ich soll nichts anfassen, dann kann ich weggehen? Wie weit kann ich denn zurück? Nee, hier ist dann der Raum zu Ende. Ich bin mir ziemlich sicher, da passiert was, wenn ich das nicht drücke. Also wenn du hier... Ja. Wenn du hier garantiert einfach stehen bleibst irgendwie... Es gab, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in The Stanley Parable, da gab es ein Ending, was man bekommen hat, wenn man, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, also wirklich mehrere Stunden lang die Maustaste gedrückt hat. Die ganze Zeit, immer wieder. Da gab es wirklich ein besonderes Ende dafür. Das ging stundenlang. Ich glaube, man kann hier wahrscheinlich echt auch irgendwie so 12 Stunden warten oder so und dann kommt da wirklich was. Aber wir drücken natürlich, ist ja klar, ne? Loading. Auch wenn wir hier beobachtet werden. So, of course, you had to press that button. Ja, ach so. Well, I mean, I think anyone would have done the same, so I don't blame you. Well, since you're here now, maybe you can make yourself useful. So, this is a... Na, ich räume hier nicht auf, Junge. Das kannst du selber machen. As you can see, it's far from over, far from done. Ja, sieht interessant aus. Maybe you can give me your opinion on this part of the world. This is just a factory, and yeah. What do you think about the mood or the atmosphere? Sieht ganz nice aus. Erinnert mich ein bisschen an Fallout. Ich weiß nicht, bei Fallout 4, da gibt es ja die Zone, die so sehr radioaktiv verstrahlt ist. Sieht ein bisschen so aus hier, so mit glühendem Zeug in der Luft. Kann ich hier raus? Was passiert, wenn ich ins Licht gehe? Achso, ich lande nur wieder auf der anderen Seite, aber jetzt ist es dunkel. Hallo? Beim Reinspielen, also hier war ich schon beim Reinspielen, aber da habe ich das nicht gemacht. Und mich nervt's gerade, ist das... Das ist doch im Spiel, oder? Dieses Uhr-Ticken die ganze Zeit im Hintergrund. So, was soll ich jetzt machen? Ihm helfen. Ach so, das Ding bewerten, okay. Also man kommt da von den Exits immer bloß zur anderen Seite, verstehe. Gefällt dir diese Umgebung? Ich würde sagen, ja oder ja. Meine Fresse, das ist ja eine schwere Wahl. So ein bisschen wie damals der Wahlzettel in der DDR.
Stimmen Sie der aktuellen Regierung zu? Ja, ja, ich möchte inhaftiert werden. Das meinst du nicht so. Doch, meine, ich mein's mega Ernte. Nein, 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 nein. So, this one was made for some kind of underwater level. I never finished it. I mean, I think it's pretty, but... Ja, man kann springen. That's about it. Kann man ducken? Ducken nicht, aber man kann rennen, ne? Ja, genau, Shift. Springen. Oh, ich find's eigentlich ganz cool. Ich find's eigentlich ganz cool. Kann ich wegschwimmen? Really? Trying to jump off the platform? For yes, the one level, I'm, not yes, I'm trying to jump off the platform. I felt like nobody would try that. Es ist ein Unterwasserlevel, Alter. Da werde ich doch wohl wegschwimmen können, just, oder nicht? Just vote, please. Okay, nein. Weil man kann hier nicht schwimmen. Was dauert auf der dummen Plattform? Hallo? Hallo? Ich kann nichts drücken. Jetzt kann ich nichts drücken. Okay. Ich wusste, dir wird es nicht gefallen. Nein. Nein, 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 nein. So ungefähr fühle ich mich bei Bewerbungsgesprächen. Haben Sie eine Stelle für mich? Nein. Nein. So, last one, I guess. I'll try to be honest at least this time. Thank you very much. Ist das eine frühe Grafik von Devil May Cry? Also draußen ist auf jeden Fall Apokalypse, ja? Das da ist doch, glaube ich, ein Pegasus. Nee, ist das nicht hier von dem einen Filmstudio, das Logo? Da kommt doch immer so ein Pegasus. Nö. Scheiße. Leave me alone. Leave me alone. Nein. Nein, 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 nein. Holy shit. Was jetzt? Leave so, me alone. Now okay. That we are friends and all, ja, wieso sind wir Freunde? I just want to play a little game with you. You see, there is a market in the city. And I need you to go there and buy me a drink. Ja, ja, solche just Freunde wie dich kenne ich. Gerade erst sagen, ja, wir sind doch Freunde und so. Los, geh und hol mir Zeug. Alter. Okay, also wir gehen jetzt einkaufen. Nachts. Bei Regen. Ohne Regenschirm. Für unseren Freund. Was? Let's play a little game. Kommt Jigsaw jetzt? Ja. You should go out more often. Everybody does this. Du solltest öfter rausgehen. Alle tun das. Das stimmt gar nicht. Es gibt ganz viele Leute, die Stubenhocker sind. Sag einfach Hi. Ich kann sie hören. Oh, da steht ja jemand. Hi, es geht. Was? Warum denn? Mit Leuten reden. Du hast doch hier gesagt, eben, ich soll öfter rausgehen, einfach Hi sagen. Sag jetzt Hi. Hi. Too close. Okay. Lass mich raten. Das ist jetzt so ein bisschen Soziophobie. Ich glaube, Asya müsste sich mit sowas auskennen. Ich weiß gar nicht, ob sie das ungefähr Ding zu prickeln findet, wenn ich sie jetzt namentlich erwähne. Sorry, falls dich das stört. Halt, ja, also halt einfach nur so eine einfache... Ja, ich weiß schon, was das... Was? They don't bite. Ja, doch, ne? Bis... Also einfach nur so eine einfache Tätigkeit wie rausgehen und was kaufen und dann siehst du da Leute. Und die Leute flüstern. Flüstert ihr etwa über mich? Das gibt's auch, ne? Verfolgungswahn. Gehst du irgendwo lang, hörst du zwei Leute... Alter, jetzt kommt er ja mit den Jumpscares. Weißt du, hier hörst du zwei Leute tuscheln und dann fragst du dich so, reden die etwa über mich? Hab ich irgendwas an der Jacke? Hab ich einen Popel im Gesicht kleben? Finden die mich einfach nur hässlich?
Und dann hast du auf einmal das Gefühl, dass alle über dich reden. Und dann hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass die Leute deine Gedanken hören können und wissen, dass du darüber nachdenkst, ob sie vielleicht über dich reden. Und alle gucken dich an. Egal. Der Markt ist auf der linken Seite. Geh und kaufe Zeug. Ganz leicht. Ja, ich kann gerade ausgehen. Das ist nicht die richtige Richtung. Du solltest nicht hier sein. Das ist mir klar. Aber ich bin ein Rollenspieler und ich muss Zeug erforschen. Daran hättest du denken sollen, als du eine vergleichsweise offene Welt kreiert hast. Links, nicht rechts. Kannst du nicht lesen? Aber ich will doch... Ja, aber ich will nicht nach links. Ich will... Ach, Mann. Na gut. Dachte, hier gibt's vielleicht Loot. Guten Tag, lieber dunkler Herr, den ich nicht berühren darf. Alter, hier ist es gar nicht schön. Hier ist es dunkel und regnet und überall sind Kameras. London ist scheiße. Hi. Du hast den Markt gesehen. Warum gehst du nicht rein? Du bist wirklich eine spezielle Sorte von Mensch. Du hast Zeit zu verlieren, so wie es scheint. Oh, hallo? Ich gehe nicht in den Markt. Ich bin doch hier nicht dein Bote. Oh, Exit. Guck mal, was ich gefunden habe, lieber Programmierer. Geh und hol dir dein eigenes Zeug. Oh, this is so cute. Oh. You're in, but you could escape me. I'll you should have known. Ja, danke. In my own world. Oh, thank you for the laugh. I missed that. But no, no, sorry. There is no way to escape. Wer bist du bitte, Freddy Krüger? Du bist jetzt in meiner Welt, Bitch. Oh gut, dann eben zurück zum Scheißmarkt, Alter. Da. Was denkt er sich? Da kann er nicht einfach sagen, ey, wir sind Freunde. Ja. Okay, kauf Zeug für mich ein. Kannst mich mal. So, guten Tag. Was ist mit den Leuten los? Oh Gott, ich habe mich gerade schon gefühlt wie ein Chorknabe in der katholischen Kirche. Hallo? Was ist denn da auf dem Boden? Das sind auch Streifen. Ich muss wohl da lang. Holy shit. Ich wollte es mal ausprobieren, das habe ich beim Anspielen nicht gemacht, also den Ausgang da gefunden. Da vorne steht schon wieder jemand. Die haben alle so ein Gekrissel um den Kopf. Was soll denn das heißen? Wahrscheinlich Gesichtsverfälschung, so ungefähr hier. Das könnte jeder sein. Hallo. Oh, die hängt an Fäden. Du bist also eine Marionette. Ha, finally. What's about time? Damn, you took your time. Und du bist eine Frau. Well, let's just play another little game. Very easy again. I'm just gonna... you a few choices, and you just choose whatever you think fits the conversation the best. See? Very easy, right? Mir gefallen diese Kameras nicht. Die Kameras sind böse. Was? Wie geht es dir? Hier ist kein Knopf zum Drücken. Ach so, verstehe. Hier sind wir jetzt im Depressionsteil, ja? Das ist, wenn Leute sagen, mir geht's gut, aber in Wirklichkeit meinen sie genau das hier drüben. Also das ist jetzt Antworten, dass sie es meinen. Mir geht es gut. Was tust du hier? Pinkeln. Gut. Ich möchte dich etwas fragen. Ich möchte dich sehen. Ich möchte aufhören. Man kann aber auch hier nicht drücken. Okay. Ja, ich wollte dich sehen. Tell me more. Okay. Ja, alles klar.
Lass mich raus. Bist du an diesem Wochenende frei? Hast du an diesem Freitag? Das klingt irgendwie beides, als ob sie eine Nutte wäre. Ey, bist du frei? Oder hast du schon jemanden? Wie wär's diesen Freitag? Nein, ich hab keine Zeit. Tut mir leid. Let me out. Holy fuck, ey. Das wären aber auch immer größere Wände. Ah, ich verstehe. Das repräsentiert die Barriere, die jemand eventuell hat, wenn er mit anderen Leuten redet. Vor allen Dingen natürlich als Junge, wenn du mit Mädchen redest. Und ja, mit sowas habe ich auch ein Problem. Die Wände werden immer größer. Das heißt, die Blockade wird immer größer. Man traut sich immer weniger zu sagen. Ist okay. Ja, nächstes Mal vielleicht. Hey, good job, really. Hey, that was. Nein, ich glaube nicht. Lass mich alleine. Alter! Lots of meaning in your words. Like good choices overall, really. I think the best answers to each question. Thumbnail is safe. Just wait a minute. Alter, ernsthaft? Alter. Lässt er mich hier in seinem eigenen Spiel alleine? Lass mich alleine. Ja, ist ja gut, hab ich verstanden. Was? Credits liegen jetzt einfach da. Was? User, you are not alone. Alles klar, da greift das Spiel wieder auf den Ordner zu, der bei mir halt nur User heißt. Was? Achso, ich soll ins Licht gehen, okay. Was? Trust your senses. Vertraue deinen Sinn. In Ordnung. Okay, von diesem Licht geht wieder der Klavierklang aus. Oha. Das ist ja wunderschön, aber ich habe irgendwie so das Gefühl... dass es trotzdem nicht gut ist, hier zu sein. Geh jetzt einfach mal lang. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendwas Besonderes freischaltet, wenn man einfach jetzt weggeht und irgendwo zum Horizont rennt oder so. Aber wahrscheinlich wird man dann auch nur hier wieder rausgesetzt irgendwann. Wow. Ist halt eine super simple Grafik, aber irgendwie auch stimmig. Ich finde das immer super faszinierend, mit was für wenigen Mitteln man doch eine recht interessante Atmosphäre kreieren kann. Okay, was? Follow the light. Ah. Okay. Soll hier reinspringen, ne? Kapitel 5. Licht. Hallo? Hallo? Nicht fallen. Lass das Licht dich leiten. Hier ist aber auch Licht. Na, da bin ich hergekommen, okay. Die Stelle hier hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Denn das Licht ist unter dem Weg. Ihr müsst quasi immer so laufen, dass ihr noch so ein bisschen was von dem Licht seht, damit ihr wisst, wo es lang geht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man runterfällt. Ich will es aber jetzt auch gerade nicht ausprobieren. Aber auch das wieder, ne?
Es ist was ganz Einfaches. Gehe einfach irgendwo lang und pass auf, dass du nicht runterfällst. Aber alles ist schwarz. Aber unter dem Weg ist ein Licht. Und wenn du eben so seitlich stehst... Dann siehst du, wo es lang geht, was? Verzweifle nicht. Das ist jetzt aber hoffentlich nicht so eine plumpe Metapher wie das Licht der Hoffnung, oder? So das Licht am Ende des Tunnels, weil ich sag's nur, das Licht am Ende des Tunnels kann gerne auch mal ein Zug sein. Eine Stunde soll übrigens so ein Durchgang gehen, also ich werde dann so in 5 Minuten direkt mal eine Pause machen und vielleicht sind wir ja nach 2 Folgen dann schon durch damit. Obwohl, es ist ein Durchgang, ne? Wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, wenn man jetzt hier zum Beispiel einfach runterspringt. Mal gucken. Also ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt erstmal einen Durchgang, sprich eine Stunde, beziehungsweise 2 Folgen spiele ich. Und danach werde ich dann einfach mal gucken, wie viele Leute das hier interessiert. Entweder spiele ich dann weiter, oder ich hätte dann noch ein anderes Spiel, was ich gern spielen würde, aber das kostet dann wieder 30 Euro und naja. Ich habe in letzter Zeit schon genug Geld für neue Spiele ausgegeben. Glaube an das Licht. Ja, das ist mit Sicherheit verführerisch, ich weiß. Einfach an das Licht zu glauben, aber wie gesagt, ne? Kann halt auch trügen. Ja. Man weiß es nicht. Na, dann sind wir am Ende. Gerade wenn man sich zum Beispiel auf die falschen Leute verlässt. Wenn man als jemand, der nie wirklich... Wenn man als jemand, der nie wirklich Freunde hatte, denkt so, ja, jetzt... Jetzt habe ich endlich jemanden kennengelernt. Und dann vertraut man der Person und dann verarscht die dich. Das ist so ein Moment, wo das Licht am Ende des Tunnels durchaus der Zug ist. Was? Was? Keep going. Do not look back. Do not stop. Okay. Nicht zurückschauen. Nicht aufhören. Einfach vorangehen. Einfach mal überhaupt nichts. Da ist wieder das Licht, das ist weg. Hallo? Achso. Hängen geblieben an der Wand. Nein, geh doch nicht immer weg, du dummes Licht. Alter! Keep going! Ja, das Problem ist halt, es ist schwer weiterzulaufen, wenn dauernd irgendwelche Wände vor dir auftauchen. Und wo zum Geier sind wir jetzt? Es ist halt echt die ganze Zeit alles schwarz, ne? Also es ist... Oh, hallo. Jetzt seid natürlich herzlich dazu eingeladen, das in den Kommentaren ein kleines bisschen zu interpretieren, was ihr hier seht. Bei dem hier zum Beispiel kann ich mir gar nichts gerade denken. Nur das... Also der läuft hier offensichtlich irgendwo lang. Die Menschen, die so an ihm vorbeigehen, sind einfach nur Schatten. Er nimmt sie nicht wahr, sie nehmen ihn nicht wahr. Hallo? Zu ihr? Nein, werde ich rausgesetzt.
Wo sind wir hier? Und wer hat uns hierher gebracht? Und in welchem Zusammenhang steht er mit dem Typen mit den vielen Kameras? Und warum schaukelt diese Frau über einem See? Und die Schaukel ist nirgendwo angebracht. Auch das wieder, ne? Es ist einfach nur schwarz-weiß. Es ist einfach nur grau und grau. Mit ein bisschen Wasser in der Mitte. Aber irgendwie hast du schon eine sehr interessante Atmosphäre dadurch geschaffen. Deswegen sage ich immer, wenn irgendeiner sagt, ich spiele ja eigentlich hauptsächlich auf Konsole. Wenn mir irgendeiner sagt, so, spiel doch auf PC. Da hast du eine viel bessere Grafik. Ja, schon. Aber Grafik zählt nicht. Oh, die ist weg. Grafik ist für mich mit eines der unbedeutendsten Dinge an einem Spiel. Die muss stimmig sein und mehr nicht. Braucht keine High-End-Fotorealismus-Grafik. Einfach nur einen guten Stil. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das interpretieren soll. Aber wir sind ja auch noch am Anfang. Und wir gehen wieder ins Licht. Und laden. Obwohl, wenn es eine Stunde gehen soll pro Durchlauf, sind wir schon halb durch. Kapitel 6, das Gedicht. Und ich würde sagen, da wir jetzt schon bei 32 Minuten sind, ist das der perfekte Punkt, um eine kleine Pause einzulegen. Also wie gesagt, ne, das Spiel wird hier nicht lange gehen. Es ist einfach nur mal was, was mich interessiert hat und von dem ich dachte, okay, vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen von euch. Nach Doki Doki, ich weiß nicht, lag es vielleicht nahe, direkt wieder ein Spiel zu nehmen, was psychische Krankheiten thematisiert. Aber naja, mal schauen. Lasst mir bitte eine Bewertung und einen netten Kommentar da. Mich würde es wirklich interessieren, was ihr von dem Ganzen hier so haltet, von dem Spiel oder so. Und da ich ja immer noch so ein bisschen unschlüssig bin, was ich spielen soll, also ich suche quasi was, was ich jetzt immer freitags bringe, könnt ihr mir ja gerne noch ein paar Vorschläge schicken, wenn ihr mögt. Ansonsten, ich habe auch noch so ein bisschen ein paar Ideen, was ich eventuell noch mit anderen spielen könnte, mit Zordul zum Beispiel. Naja, mal schauen. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Thank you.